Servus und hallo, liebe Freundinnen und Freunde, Bernd hier. Kommen wir zu einem neuen Terrassenrundgang. Heute ist es sehr warm, heute ist es sehr windig, morgen soll es noch heißer werden und typisch für die Passiflora edulis, zumindest machen die das bei mir, die Passionsblumen. Im Sommer, wenn es zu heiß ist, machen die keine Blüten. Das beginnt erst immer wieder dann, sobald es eben etwas kühler wird und dann fangen sie plötzlich wieder an zu blühen. Meistens ist es dann im Jahr allerdings schon wieder zu spät. Noch nicht zu spät ist es hier für die Heidelbeere, die jetzt immer mehr blaue Früchte macht, beziehungsweise Früchte, die jetzt am Ausfärben sind. Hier sehen wir die nächste blaue Frucht. Und hier unten sehen wir auch eine, die sich aktuell verfärbt. Hier sind schon einige genascht worden. Das heißt, Heidelbeeren ist jetzt eine Sache, die die Erdbeeren, die so nach und nach keine Früchte mehr bringen, einfach mal ersetzt. Bald Früchte wird dann auch die Physalis liefern. Da sind viele Lampions an der Pflanze, das heißt viele Blüten, die bestäubt sind, und da wird man sich dann bald freuen können, dass man die ersten Physalis ernten kann. Und bei so Physalis muss man einfach immer unter den Topf gucken. Und dann seht ihr, was ich meine. Die ist voll mit Lampions. Und die enthalten die Beere, die man dann vernaschen kann. So, noch keine Beere, noch keine Blüte, doch. Die eichenblättrige Papaya, die eine Pflanze, macht hier Blütenknospen, wie man sehen kann. Und auch die zweite Pflanze hat hier Blütenknospen und das ist super. Das heißt, mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit oder ziemlich großer Sicherheit werden wir dieses Jahr die ersten eichenblättrigen Papaya-Früchte sehen und vermutlich auch probieren können. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie sich das dann weiterentwickelt. Auch die Papaya, die Bergpapaya, hat hier schon eine bestäubte Blüte, da ist eine kleine Mini-Papaya zu erkennen. Das heißt, da wird es dann bald auch eine Frucht geben. Ich habe ja gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass das die Bergpapaya ist und keine Überlebende meiner drei Papayas, die ich letztes Jahr herangezogen habe. Schade, aber ich habe ja noch drei neue, die kennt ihr ja immer wieder aus den anderen Updates. Das heißt, da müssen wir mal gucken, wie die sich entwickeln werden. Die Gurken, wie alle Pflanzen auch, aber gerade besonders die Gurken, brauchen sehr viel Wasser bei dieser Hitze. Die Pflanzen wachsen auch schön hier hoch. Ihr seht, heute ist sehr windig. Das sorgt auch dafür, dass die Pflanzen sehr schnell abtrocknen. Das heißt, kaum, dass das Wasser hier irgendwie verdunstet ist, wird schon vom Wind weggeweht, die feuchte Luft. Und das ist einfach hier wie mit einem Föhn. Dann sehen wir hier zwei Dulce Rojo Chilis. Ich wurde unter dem letzten Video gefragt, wie nah kann man denn die Pflanzen zusammenpflanzen? Wenn das jetzt so zwei kleine Pflanzen sind, wo die Triebe schön senkrecht nach oben wachsen, dann kann man die relativ nah beieinander stehen lassen. Da macht es auch nichts, wenn die Blätter sich berühren. Aber wenn die Pflanzen, und das werden wir bei anderen Töpfen sehen, stark in die Breite wachsen und sich gegenseitig in die Quere kommen könnten, dann sollte man doch da ein bisschen mehr Abstand machen. Außerdem ein bisschen mehr Abstand sorgt dafür, dass um die Pflanze herum mehr Licht kommt und eine Seite nicht zu sehr beschattet ist. Und so entwickelt sich die Pflanze letztendlich dann deutlich besser. Jetzt gucken wir mal weiter. Wen haben wir hier? Hier haben wir die Kongo Trinidad. Beziehungsweise sind hier immer zwei Pflanzen, fast immer zwei Pflanzen, zwei Töpfe. Die hier hat noch praktisch keine Früchte. Hier sind so ein paar bestäubte Blüten. Aber insgesamt sieht man hier noch nicht allzu viel. Ganz im Gegenteil, bei der anderen Pflanze, da sind schon die ersten Früchte erkennbar. Sogar sehr deutlich zu erkennen, wie wir hier sehen können. Und das ist auch eine schöne Sache. Aber allgemein seht ihr, ich habe die Pflanzen ein bisschen weiter auseinandergestellt, damit die einfach ringsherum mehr Luft abhaben und auch mehr Licht bekommen. Das ist sehr wichtig. Viel Platz. Also viel Abstand zu den anderen Pflanzen braucht ihr zum Beispiel hier die White Giant nicht, die ich euch im letzten Video gezeigt habe. Diese zwei kleinen Pflänzchen, bis die mal so groß sind, ist wahrscheinlich das Jahr wieder vorbei. Also bis die mal so groß sind, dass die mehr Abstand brauchen. Aber warten wir es mal ab, wie sich das Jahr entwickeln wird. Und deswegen gucken wir jetzt mal die nächste Chili an. Hier die Ari White Fantasy hat immens viele Blüten angesetzt. Bisher sehe ich aber noch keine Frucht. Aber da darf man auch nicht mehr allzu lange warten. Oder muss nicht mehr so lange warten. Da haben wir hier als nächstes auch eine Chili, die ich aus dem letzten Jahr überwintert habe, die jetzt auch sehr viele Blütenknospen angesetzt hat, bisher aber noch keine Frucht angesetzt hat.
Da müssen wir uns eben auch etwas in Geduld üben. Bei den Erdbeeren ist es, wie gesagt, schon langsam vorbei mit der Erdbeersaison. Hier hängen zwar immer noch wieder ein paar schöne dicke Früchte und es werden auch mit Sicherheit immer wieder Früchte nachkommen, aber da es ja einmal tragende Sorten sind, wird es bei den hin und wieder mal Früchten einfach bleiben. Jetzt kommt ein kleiner Windstoß. Hier sehen wir die Basilikumpflanzen, die hier draußen wachsen. Basilikum draußen ist ein Muss. Der muss einfach draußen stehen in der vollen Sonne. Heute ist zwar nicht volle Sonne, aber das macht zum einen der Pflanze nichts und zum anderen entwickelt er sich dann gut und entwickelt deutlich mehr Aroma. Hier diese Erdbeere meint, sie muss die Terrasse besiedeln. Aber das verhindere ich einfach, indem ich sie rausziehe. Hier sehen wir wieder ein paar Erdbeeren, mal mit roten Früchten wieder. Das ist, wie gesagt, im Moment mehr eine Seltenheit, als dass es so wie im Frühjahr oder Frühsommer ist. Und ja, muss man sich einfach damit abfinden, dass es gerade weniger Erdbeeren gibt. Dafür macht die Passionsblume die erste Frucht. Hier sehen wir die erste schöne, dicke Maracuja, die sogar für eine Maracuja, die sind eigentlich relativ leicht, aber die fühlt sich relativ schwer an. Und hier unten hängt auch eine, wie wir sehen können. Das heißt, im Moment, zumindest auf den ersten Blick, sind es zwei Maracujas, die hier wachsen. Ja, der Oregano ist hier kräftig am Blühen. Da fliegen dann auch immer ein paar Bienchen rum. Das ist eigentlich ganz nett. Hier sind nochmal Bienchen. Wer nicht weiß, was eine Biene ist, diese kleinen beflügelten, getigerten Insekten. Sehr schön. Die Chilis benötigen im Gegensatz zu vielen anderen Pflanzen keine Bienen zur Bestäubung. Das ist eigentlich ganz einfach. Also man kann das vielleicht hier in der Kongo Trinidad ein bisschen erklären. In der Regel hängen die meisten Chiliblüten wie so eine Glocke nach unten. Und alleine dadurch, dass sie ein bisschen bewegt wird, sorgt es dafür, dass der Pollen auf den Stempel fällt und die Blüte dadurch bestäubt ist. Das heißt, alles was so eine Chili braucht, ist entweder ihr müsst an der Pflanze ein bisschen schütteln und rütteln, so wie der James Bond sagt, geschüttelt, nicht gerührt. Wenn ihr so eine Chili rührt, funktioniert es nicht. Und dann war es das Ganze schon. Allerdings, wenn die Witterung relativ kühl und feucht ist, dann verklebt die Blüte und dann gibt es auch keine Bestäubung. Aber hier ist in den letzten Tagen wirklich sehr schön viel bestäubt worden. Das heißt, Zeichen dafür, dass es eine sehr trockene Witterung ist. Die Avenir-Chili, die wir hier haben, die hat jetzt auch schon schöne viele Blütenknospen angesetzt. Das heißt, bald wird es hier auch Avenir-Chilis geben. Allerdings hat die auch ein bisschen Probleme, was wir hier sehen können. Sehr, sehr schade. Denn wenn Pflanzen Probleme haben, ist das natürlich immer ein bisschen ungeschickt und nicht so toll für den Gärtner. Aber was will man machen? Eine Pflanze davon ist ja ganz gut unterwegs, die andere nicht so. Vielleicht kappe ich die einfach, sodass dann die Austriebe, die hier wieder rauskommen, praktisch den Trieb, der hier Schaden erlitten hat, einfach mal ausgleicht. So, jetzt kommen wir zu einer Chili. Die finde ich immer noch richtig toll. Und das sind die ganz großen zwei Sugar Rush Chilis, die wir hier haben. Und ihr seht auch, die haben richtig schön Platz bekommen mittlerweile. Also die stehen hier richtig schön nach und nach auf Abstand. Viel mehr benötigen sie eigentlich auch nicht. Und wenn wir hier sehen wollen, dass sie auch Früchte haben, sieht man das hier. Was auch sehr interessant ist, die haben sehr lange Fruchtstiele. Das erinnert so ein bisschen an die Thunder Mountain Longhorn. Und da bin ich mal gespannt, wie das dann ausschaut, wenn die dann reif sind. Das sollen ja richtig gestreifte Früchte sein. Das ist eine Sorte, die hatte ich dieses Jahr das erste Mal. Und von daher bin ich sehr, sehr gespannt drauf, auf das Ergebnis. Auch die zweite Pflanze, richtig schön groß, wie wir sehen, richtig viel am Blühen, richtig toll. Und das wird auch eine reiche Ernte, wie wir hier sehen können, mit Sicherheit dieses Jahr werden. Kommen wir zur nächsten Chili. Die Erdbeeren überspringen wir oder gucken wir uns ganz kurz nur dann an. Hier haben wir die SLP 3036. Da habe ich jetzt bisher auf den ersten Blick noch keine Frucht entdecken können. Wird aber nichts machen, weil hier sind die ersten Blüten, die hier schon ein bisschen verblühen. Die sind also schon bestäubt. Das heißt, nicht mehr lang, da wird es hier eine Frucht geben. Vielleicht an der zweiten Pflanze müssen wir mal gucken. Und hier seht ihr das, was ich meine. Wenn die hier etwas ausladender wachsen, dann behindern die sich schon so ein bisschen und deswegen ruhig etwas Abstand machen. Ihr seht, es wird hier heute viel geschoben.
Aber auch an dieser Pflanze sehe ich im Moment zumindest noch keine Frucht. Wenn jetzt einer sagt, hey, da hinten sind aber Erdbeeren, überspringen die doch mal nicht. Richtig, also hier sind noch ein paar Erdbeeren dran, gar nicht mal so wenig. Und von daher, es gibt immer wieder mal noch ein paar Erdbeeren zu naschen. Hier ist auch noch mal eine. Und ja, das freut einen natürlich dann über den Sommer hinweg, wenn man dann doch immer wieder Erdbeeren findet. Wir haben hier die Black Habanero. Davon, ich habe ja, jetzt nochmal windig. Ich habe ja praktisch von jeder Sorte zwei Töpfe gemacht. Und eine Pflanze von den Black Habaneros, die hat echt hier Probleme. Vor allem, das ist es immer im Triebbereich. Deswegen bin ich am Überlegen, ob ich einfach bloß den oberen Bereich abkappe und die Pflanze sich dann eben von unten regenerieren soll. Das wäre so die einfachste Methode. Da bin ich jetzt aber noch am Schauen, wie es sich in den nächsten Tagen entwickelt. Mal gucken. Die zweite Pflanze ist ja völlig, ich will jetzt nicht sagen fehlerfrei, aber die hat überhaupt gar keinen großen Mangel. Viele Blütenknospen. Die macht sich eigentlich ganz gut. Jetzt kommen wir zur nächsten Pflanze. Das ist die Limo Rojo. Die schaut so aus, als ob ein bisschen gegossen werden könnte. Allerdings schaut die deswegen so dünn aus, weil ihr seht, hier ist ein Trieb abgestorben. Und das lag daran, weil der Sonnenschirm, den ich nutze, um die Orchideen vor der intensiven Sonnenstrahlung zu schützen, was bei den Chilis nicht ganz so dramatisch ist, der ist einfach hier heute über die Terrasse geweht worden und hat ein paar Chilis beschädigt. Das werden wir jetzt noch in dem Video sehen. Der Trieb ist jetzt hier abgekappt. Den habe ich jetzt hier einfach reingesteckt. Muss ich jetzt sowieso noch mal die Chilis gießen. Dann wird er noch mal Wasser saugen und das, was überlebt, überlebt. Ansonsten sind hier genug Pflanzen und hier ist ja noch eine zweite Pflanze. Das heißt, wegen dem einen Trieb brauche ich mich jetzt hier weder aufregen noch sonst was. Man sieht bei der Limo Rojo, hier sind auch schon schöne kleine Chili-Früchtchen. Hier hängt auch noch mal eine kleine Chili-Frucht. Das heißt, mit der Chili sind wir auch ganz gut unterwegs. Jetzt gucken wir hier weiter. Das ist die Achihombo, die hat sehr viele Blütenknospen. Wirklich viele Blütenknospen, aber noch keine Frucht. Wie schaut es mit der zweiten Pflanze aus? Da ist leider auch noch keine Frucht, aber mit den vielen Blütenknospen wird es nicht mehr allzu lange dauern, bis dann Früchte da sind. So, jetzt ist hier die zweite Pflanze, die leider ein bisschen beschädigt worden ist. Aber die hat so viele Triebe, die Hawaii Beach Habanero. Ja, es ist halt einfach so, dann bricht halt mal was ab und dann entdeckt man es zu spät. So ist es einfach. Aber hier, die Hawaii Beach Habanero hat hier schon, die zweite Pflanze hat hier schon eine Frucht. Das ist toll, das freut mich. Und die hat auch viele Blütenknospen. Das heißt, wir werden dieses Jahr auch sehr viele Hawaii Beach Habaneros testen können. Und ich bin sehr gespannt drauf, wie die dann schmecken. Ihr wisst, ich habe letztes Jahr so ein Video gemacht, wo ich die mal probiert habe. Und es war eigentlich sehr interessant, vor allem auch mal die unterschiedlichen Geschmacksnoten zu testen und mal gucken, wie scharf die sind und ob man sie einfach so essen kann. Jetzt gucken wir noch hier die White Giant. Die White Giant hat viele Blütenknospen. Das freut mich, weil es eine super Chili-Sorte hat, allerdings noch keine Früchte. Das liegt einfach daran, weil die dieses Jahr extrem langsam sich entwickelt hat. Dann sehen wir hier die Paprika, die hat hier schon eine kleine Paprika, die bildet sich gerade hier. Aber das wird auch noch ein bisschen dauern, bis sie so richtig viele große Paprikafrüchte hat. Wie schaut es denn aus mit der Entdeckung, die ich schon fast, ja, an die ich schon fast nicht mehr geglaubt hatte? Das war ja die Paprika, die Samen, die ich zugeschickt bekommen hatte per Brief. Hat mich sehr gefreut und dieses Jahr habe ich es dann also ausgesät, habe schon gedacht, das funktioniert schon nicht mehr und die verzweigt sich richtig toll. Und die wird mit Sicherheit in ganz, ganz kürzester Zeit Blüten hervorbringen. Und ihr seht wirklich an dem Beispiel, wie schnell es gehen kann, je nach Chilisorte eben, dass man das gar nicht im Winter groß vorziehen muss. Aber das habe ich schon oft genug gesagt. Ich sage es aber auch trotzdem immer wieder. Hier haben wir die andere Paprika. Die hat hier schon eine kleine dicke Paprika. Uiuiui, ist das eine dicke Paprika. Das ist noch nicht erntereif, aber schaue ich das mal an. Richtig schöne, dicke Paprika. So muss das sein. Und die Gurken. Die Gurken. Hier eine richtig schöne Gurke. Wir haben da schon ganz viele Gurken geerntet. Das ist die Delikatessgurke. Die hat nicht solche Stacheln wie die anderen Gurken, aber dafür ist sie richtig lecker.
Und ja, die hat schon ein bisschen Probleme, sieht man schon an den Blättern, aber sie wächst trotzdem gut. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Oder wächst sogar, ist ja lustig. Warum wächst hier in dem Benjamini, hier wächst eine Paprika? Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier nie ein Paprikasamen reingefallen ist. Andererseits, hier wächst auch ein Löwenzahn. Fragt man sich, wer hier Löwenzahn, ja gut, Löwenzahn ist klar. Aber den Paprika, da fragt man sich wirklich, wer hat die Paprika in den Benjamini eingepflanzt? Egal, ich lasse sie mal wachsen. Ich gucke mal, wie sie sich weiterentwickelt. Auf jeden Fall sehr interessant. Bewusst habe ich hier keine Chili oder Paprika reingestreut. Gucken mal, was dabei entsteht. Kann natürlich sein, dass hier irgendwo ein Vogel rumgehüpft ist, da war noch ein Samen drin, hat rumgekratzt und dann ist das Ding da reingefallen. So ist es halt einfach. So, und jetzt kommen wir zur letzten Pflanze, das ist die Physalis hier. Die hat auch sehr viele Lampions schon. Fühlt sich auch schon so an, als ob das so kleine Früchtchen drin sind und die macht sich auch ganz gut. Steht zwar dieses Jahr in einem riesigen Topf, aber wächst nicht so toll wie letztes Jahr im kleinen Topf. Liegt aber nicht am kleinen Topf, liegt wahrscheinlich daran, dass sie hier in diesem Topf vom letzten Jahr ist, wo nicht ganz so viele Nährstoffe wahrscheinlich drin sind oder im Verhältnis zu wenig. Da müsste man einfach mal nachdüngen. Tja, jetzt habt ihr das Update zu den Chilis. Ihr wisst auch, dass ihr sie vielleicht ein bisschen weiter auseinanderstellen sollt, dass sie mehr Platz haben. Ihr seht es jetzt hier nochmal und ihr wisst, dass die Passionsblume zur Frucht geworden ist. Und wenn ihr weitere Fragen habt zu diesem Thema oder anderen Themen oder Erdbeeren oder wie auch immer, dann schreibt es auch gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Video und tschüss.